Ganz so spektakulär wie die Dolomiten sind die Ammergauer Alpen nicht. Aber schön ist es auch bei uns. Und die Wanderung, die wir uns heute vorgenommen haben, ist eine der Paradetouren in den Bayerischen Alpen. Wir wollen von Oberammergau aus auf den Kofel, dann weiter über den Sonnenberg und den Pürschling zum August-Schuster-Haus. Von dort dann noch einmal 3 Stunden bis zur Brunnenkopfhütte, die in dieser Saison ein ganz besonders interessantes Ziel ist. Sie hat nämlich einen neuen Hüttenwirt, den Luis Bautrexel. Der erfüllt sich mit der Übernahme der Hütte einen Lebenstraum und wie er sich dabei schlägt, das werden wir von bergauf bergab uns immer wieder mal anschauen. Ich bin unterwegs mit Elena, die in unserer Redaktion ein Praktikum macht, und mit Zweien, die den Luis und seine neue Hütte gut kennen. Seinem Bruder Hirs und Thomas, der bei der Sektion Bergland für die Brunnenkopfhütte zuständig ist. Ich bin der kleinere Bruder vom Luis. Wir sind 12 Jahre auseinander. Und ja, es war ewig schon Luis sein Traum, eine Berghütte zu machen. Und heuer hat es geklappt mit der Brunnenkopfhütte. Und die ganze Familie unterstützt ihn natürlich, wo es geht. Ja, sind gespannt, wie es ihm geht und wünschen ihm eine gute Saison. Ich bin dort Hüttenwart und insbesondere zuständig für den bewirtschafteten Betrieb oben. Mache das seit mittlerweile fast 16 Jahren. Und in dem Jahr haben wir eben einen neuen Wirt gesucht. Ja, er hat mit unheimlich viel Energie gestartet und mit großem Enthusiasmus. Und ich glaube, er reißt unheimlich viel Leid mit seiner Begeisterung. Man hat von der ersten Minute auch gespürt, dass er genau die Hütten will, weil sie einfach ist, schön gelegen ist und irgendwo noch was Ursprüngliches verkörpert, keinen Großbetrieb darstellt und dass ihm das so gefällt. Ja, dieser Enthusiasmus, der reißt mit. Auf den Kofel brauchen wir etwa 1,5 Stunden. Dem mächtigen Gipfelkreuz sieht man eindeutig an, dass es direkt über dem Holzschnitzerort Oberammergau thront. Für uns ist der Gipfel aber nur die erste Station der langen Kammwanderung, die wir noch vor uns haben. Die führt äußerst vielfältig dahin. Mal geht es durch den Wald, dann über steile Grashänge und ein paar Altschneefelder. Und immer wieder geht es auch direkt auf dem Grat entlang und man hat tief unter sich das Graswangtal auf der linken und den Blick hinaus ins Alpenvorland auf der rechten Seite. So reizvoll diese Ausblicke sind, die Konzentration sollte allerdings doch dem Weg gelten, denn der ist streckenweise ganz schön ausgesetzt. Unser zweiter Gipfel ist der Sonnenberg. Dezenter ist kurz als auf dem Kofel ist das, gell? Ja, und weniger los, gell? Weniger los. Warst du schon mal hier drum? Das erste Mal. Das erste Mal so da herum. Berg und du warst noch ja, hier. Allerdings. Ja, die Heimat ist groß, gell? Also, früh bin ich halt bei uns im Werdenfelserland beim Klettern und da eben die Ammergau eigentlich mehr zum Skitouren gehen will. Elena, du warst wahrscheinlich auch noch nicht hier, oder? Hier oben noch nicht, aber man kann die Landschaft von hier oben ja ganz gut kennengelernt. Ja, Ammergauer, der Thomas weiß es, oder? Haben was. Das ist einfach so abwechslungsreich, so ganz vielfältig, wie man ja heute sieht, weil der Nebel durchzieht und dann kommen wieder mal Wolkenfetzen und die Sonne durch und viele Türmchen und dann ist wieder lieblicher Teil dabei. Also unheimlich angenehm zum Laufen, weil es jeden Meter irgendwas anders bietet. Auch Elena ist von den Ammergauer Alpen angetan. Sie ist ein großer Fan der Dolomiten und die bayerischen Berge sind ihr bislang noch nicht so vertraut. Das, was sie an den Bergen schätzt, findet sie aber auch hier bei uns. Ich komme eigentlich aus Niedersachsen und wir sind von klein auf in den Bergen unterwegs gewesen, sei es mit dem Klettersteig oder mit dem Mountainbike und beim Wandern. Und dadurch ist diese Begeisterung gewachsen und auch zu einer richtigen Leidenschaft geworden. Ich denke, beim Wandern kann man ziemlich gut zu sich selbst finden. Man kommt komplett raus aus dem Alltag, denkt auch mal an gar nichts mehrere Stunden. Und je nachdem, wo man ist, erlebt man einfach extrem viele neue Dinge. Und das gilt für Niedersachsen genauso wie für die Einheimischen. Ganz entspannt zum Wandern geht der Hirs nämlich eher selten.
Normalerweise lebt er seine Bergbegeisterung anders aus. Wir sind drei Brüder. Der mittlere Bruder, der Bernhard, der ist genauso gern in die Berge unterwegs wie mir. Ist halt vielleicht ein bisschen gemütlicher und geht mal lieber auf eine Hütte oder so. Und der Luis und ich sind auch viel zusammen beim Klettern, beim Skitouren gehen, vor allem im Winter unterwegs. Und ja, so hat jeder so ein bisschen seinen Weg eingeschlagen. Das Pürschlinghaus war, genauso wie die Brunnenkopfhütte, ursprünglich mal eine Jagdhütte der bayerischen Könige. Max II. Hat sie bauen lassen und auch vom Märchenkönig Ludwig II. Ist es verbürgt, dass er immer wieder mal hier war und diesen Ausblick genossen hat. So wie viele Wege in den Bayerischen Alpen ist auch der Weg zwischen Pürschling und Brunnenkopf nach dem strengen Winter nicht im allerbesten Zustand. Immer wieder müssen wir uns über umgestürzte Bäume kämpfen. Während der Luis und sein Team auf der Brunnenkopfhütte einen der ersten Tage bewältigen müssen, an denen so richtig viel los ist. Die erste Bewährungsprobe für den neuen Hüttenwirt. Je nach Variante muss man für die Tour von Oberammergau zur Brunnenkopfhütte 5 bis 7 Stunden reine Gehzeit veranschlagen. Mit der Filmerei hat es bei uns noch mal deutlich länger gedauert. Mittlerweile ist es also ganz schön spät geworden. Wenn man um diese Zeit noch unterwegs ist, dann stehen die Chancen gut, dass man selbst eine so viel besuchte Gegend ganz für sich alleine hat. Trotzdem freuen wir uns, wenn wir jetzt endlich ankommen. Vor der Hütte treffen wir den Papa von Luis und Hirs, den Luis Senior. Grüß euch, servus. Grüß dich. Ich bin der Luis. Grüß dich. Hallo, grüß dich, der Luis. Hoi, Matthias. Grüß dich. So, sind wir da? Ja, schön. Seid gut rübergekommen. Ganz schön viele Bäume sind noch im Weg. Ja, durch den strengen Winter war es natürlich schon zack, gell? War halt recht viel los. Ja, es war schon, aber wir haben es gut gemeistert. Ist noch was über zum Für euch zum Essen ist auf jeden Fall was da. Essen und Trinken, da haben wir schon geschaut, dass das passt. Gell? Okay. Kriegst du jetzt was Gutes und nachher ja, dann passt das schon. Gell? Wunderbar. Ja. Dann freuen wir uns jetzt. Ich hab was nachher. Schau's noch rein. Am nächsten Morgen. Der Luis war schon im Tal, um frische Sachen einzukaufen. Guten Morgen, Luis. Morgen, Michi, grüß dich. Nachschub, hä? Ja, hilft nichts. Grüß dich, guten Morgen. Ja. Hilft nichts. Wieder viele Gäste, hä? Wieder viele Gäste, ja. War gestern ein guter Tag und heute ist jetzt ein bisschen schlechter vom Wetter, aber das nächste Samstag, Sonntag sagt er wieder besser. Nachher erwarten wir wieder die nächste Welle, ja. Jetzt sind die ersten Wochen hinter dir. Ist so, wie du dir vorgestellt hast? Es ist im Grunde genommen so, wie ich mir es gedacht habe. Nach dem gestrigen Tag, muss ich sagen, tut der Tag heute zumindest für die Seele ganz gut. Nicht ganz so viel los. Gestern haben sie uns relativ stark überrollt. Ist natürlich am Anfang alles neu. Und wir haben natürlich gewusst, dass sowas kommt. Aber ansonsten gefällt es mir natürlich gut. Das passt. Und mit dem Team passt es? Das Team ist super. Ich meine, das merkt man jetzt, wie der gestrige Tag, wenn die von in der Früh um 6 Uhr bis auf die Nacht um 11, 12 Uhr rödeln und kein schlechtes Wort und keine schlechte Stimmung. Ja, das ist ideal. Das Team steht hinter mir. Wir machen das miteinander hervorragend und allein weiß in so einem Fall einfach nichts. Wir werden gespannt verfolgen, wie es dir und deinem Team hier oben so geht.